Auge des Todes brauchen wir nicht. Wir betreiben keinen Multiplayer eigentlich. So, dann können wir noch hier runterrutschen, weil hier gibt es noch einen Gegenstand. Einfach mal vorsichtig hier runterrutschen. So, und dann müssen wir leider hier runterhopsen, was Aua machen könnte. Ja, tut es auch ein bisschen. Aber wir wissen ja zum Glück, wo das Leuchtfeuer ist. Ja, den da oben auf dem Sarg erreichen wir leider nicht. Deswegen gehen wir jetzt einfach zurück zum Leuchtfeuer und teleportieren uns zum Schmied André aus Astora, um ihm die Glut zu geben und unser Claymore zu verbessern. So. Hallo, teleportieren. Gemeinde der Untoten. Und ja, ich habe was vergessen. Ich habe das vergessen, das Claymore aus dem Inventar zu holen. Bodenlose Kiste. Wir haben genau einen weißen Brocken. Das reicht gerade aus, um das Claymore aufzustufen. So. Damit haben wir übrigens auch André die letzte Glut gegeben, die er haben kann. Hallo. My, what a brilliant ember you have there. I've only heard legends of such specimens. The embers used for the sacred rites of divine blacksmiths. Perhaps you could lend it to me. I've long dreamed of forging divine weapons. Ja, natürlich geben wir dir die Götterglut. Nein, bis jetzt hast du uns auch nie was enttäuscht. Hast du was Neues zu sagen? Nein, immer noch nur über den Finsterwurzgarten. So, Ausrüstung umwandeln. Genau, wir können jetzt das Claymore zu einem okkulten Claymore machen. Oder zu einem göttlichen Claymore plus 6, was ich eher machen möchte. So, Dankeschön. Genau, niemand möchte, dass wir zur Hölle werden. Hülle werden zur Hölle, ja, wir werden die Hölle. Nein. So. Teleportieren. Katakomben der Giganten. Die Namen sind auch teilweise irreführend. Wir sind jetzt nämlich im Grabmal der Riesen eigentlich und haben hier einen Riesenkopf vor uns. So, machen wir mal wieder Licht. So, aber jetzt kommt das nächste, was wir zu erledigen haben. Hier hoch. Und hier steht jemand. Hallo. Good day. You look reasonably sane. What are you doing in the catacombs? Are you a cleric or something? Sind wir ein Kleriker? Nun, wir können ihn anlügen und sagen ja. Aber das Beste ist, auf diese Frage antwortet man immer mit nein. No? Really? Then I'd have no qualms telling you. There's a fine stash of treasure. Right down that hole. I found it first, but well, we're friends now. So I'll split it with you. In any case, have a look. It'll shimmer you blind. Also ja, er ist seltsam, der Typ. Er hat behauptet, wir wären jetzt auf einmal Freunde, nur weil wir kein Kleriker sind. Now, take a closer look. Wir sollen uns das Loch auf jeden Fall ansehen, also da, wo es rot schimmert. Also ja, er will unbedingt, dass wir uns das Loch ansehen. Sagt er noch was? Nein, also dann tun wir doch mal den Gefallen. Da unten liegt auf jeden Fall schon mal was zum Einsammeln rum, aber einen riesen Schatzhaufen sehe ich nicht. Und genau. Dieser Kerl. Er tritt uns einfach runter. This is what I do, my friend. The trinkets I'll be stripping off your corpse. That's the real treasure.
Genau, sehr sympathisch der Typ. Sammeln wir erst einmal die Sachen hier ein. Genau, hier kriegen wir die Schädellaterne nämlich. Und ein paar Seelen. Und da oben ist noch was, was wir einsammeln können. Wenn wir das jedoch einsammeln, tappen wir automatisch in eine Falle. So, sammeln wir es ein. Und ja, man hört sie schon aus dem Boden kommen. Die Türme. Skeletttürme. Oder Knochentürme werden sie genannt. So. Zeigen wir ihm mal, was wir von ihnen halten. Au. Trinken lieber vorsichtshalber was. Und machen auch noch den letzten da fertig. So. Sehr gut. Das waren die Türme. Die haben sogar eine geringe Chance, dass sie weiße Brocken droppen. Leider hatten die keine dabei. Ich glaube, ich werde bei den nächsten Türmen sogar mal umstellen. Und hey, dich kennen wir. Sie ist ja in den Katakomben verschollen. Hallo. You're no hollow, are you? Thank goodness. Please be careful. There are two face hollows not far from here. They were once brave knights. My former escorts. Who would let such strong spirits be hollowed so? Heavens, is there nothing? Nothing at all to be done. Nein, man kann sie nur noch von ihrem Leiden erlösen. You're no hollow, are you? Thank goodness, please be warned. Also ja, sie ist ja mit Petrus, den wir oben beim Feuerbandschrein immer noch haben, und ihren beiden Gehilfen, ihren beiden Leibwächtern hierher losgegangen. Und nur Petrus ist wieder zurückgekehrt. Sie haben wir jetzt hier gefunden und sie hat uns vor zwei grimmigen Hüllen gewarnt. Nämlich den Jungs hier. Genau. So. Stirb. Nein, wir haben ihm nur das Schild weggeschlagen. Das ist weniger gut. Wow. Und trotz, dass sie Hüllen sind, können sie immer noch erst einmal ordentlich zuschlagen. Der hat sogar eine magische Axt, mit der er einfach so durch uns durchprügeln kann, durch unser Schild. Aber sie sind beide erledigt. So. Reden wir noch mal mit ihr, jetzt wo wir beide erlöst haben. You banished those two hollows, did you? It pains me to think of the trouble my failings have caused. I am certain that both Vince and Nico are grateful to you. Thank you so very much. Here, these belonged to them. You deserve them more than I. Es ist irgendwie gruselig, wie hinter ihr so ein Stück von so einem Knochenturm rumliegt und er sich mit ihr bewegt. I'm certain that both Vince and thank you. Ja. Gut. I'm certain that both Vince and Nico are grateful to you. Thank you. Also ja, wir haben von ihr jetzt ein Wunder als Belohnung bekommen. Ich schalte mal kurz den Ring um zum Gierring, so. In der Hoffnung, dass wir hier gleich weiße Splitter bekommen. Also ja, wir haben ihr geholfen, ihre beiden Begleiter zur letzten Ruhe zu betten. Und sie dürfte hoffentlich jetzt alleine hier rauskommen, wenn wir den Weg frei machen zum nächsten Leuchtfeuer. Sie ist ja eigentlich ebenso untot, wie wir es sind. Also macht das hoffentlich kein Problem. Au. Ja, die Attacke von den Skeletttürmen, von den Knochentürmen ist mies. So. Und sie hatten nichts für uns dabei. Schade. Deswegen wechseln wir wieder den Ring. So. Hartstahlring. Und klettern hier hoch. Raus aus diesem Loch. Raus aus diesem Loch voll Kummer und Verzweiflung. Durch eine Secret Wall. So, Dankeschön.
So, jetzt reißen wir, rupfen wir aber ein Hühnchen mit diesem möchtegern Schatzjäger hier. Hey du. Oh, you. I. Well, let's just calm down. Talk about things. I did you wrong, but I didn't mean it. These temptations, they can, well, overcome me. You know what I mean, don't you? Please, forgive me. You and me, we're jolly undead outcasts, aren't we? Nein, wir verzeihen dir nicht. Oh, for heaven's sake, let's not mope about, eh? You're still alive. I said I'm sorry. Wait, I know. Here, take this. It proves something, doesn't it? Und er gibt uns seine Doppelmenschlichkeit. Ja, eigentlich bin ich immer noch sauer auf ihn. I did you wrong. But I didn't mean it. These temptations, they can overcome me. You know what I mean, don't you? Please, forgive me. Okay, du hast uns eine Doppelmenschlichkeit gegeben. Also drücken wir das eine Mal noch ein Auge zu, weil eine Doppelmenschlichkeit ist ja nicht gerade was Wertloses in dieser Welt. So, Waffe verstärken, göttliches Claymore. Aufsteigen können wir nicht, dafür haben wir nicht mal annähernd genug Seelen. So. Kleinen Trick benutzen. Wir machen den Lichtschein an. Rast kurz, damit wir wieder drei Ladungen haben. Und dann geht es weiter. Hier hoch und zurück. So, jetzt gehen wir einfach an ihm hier vorbei. Und zwar weiter, geradeaus. Und hier haben wir eine neue Art von Gegner, der uns schon mal gleich ein bisschen aggressiv gesinnt ist. Und verdammt viel Schaden machen kann. Jedenfalls an unserer Ausdauer, wie man gesehen hat. Dafür können wir ihn aber auch ganz ordentlich weghauen. So. Und da weiter zur nächsten Nebelwand, würde ich mal sagen. Nebelwand, öffne dich. Und wir sollten gleich wegrennen. Erst einmal werden wir nämlich beschossen. Und zweitens habe ich eigentlich die, genau, schweren Fußstapfen gehört von einem schwarzen Ritter mit Helebarde. Wow. Gegen den wir an einem offenen Ort kämpfen sollten. Am besten hier hinten. So. Nur vorsichtig sein dabei, dass wir nicht unseren neuen Halbfreund hier töten. Wow, gegen Schildhauen bringt schon mal gar nichts. So, aber das hat was gebracht. Au. Na komm. Oh oh, wir haben keine Ausdauer mehr, wenn er jetzt angreifen würde. Sieht das schlecht für uns aus? Nein, sieht noch ganz okay aus. So, er hat ja nicht mehr viel. So. Einmal kurz heilen. Und wir haben noch einen weißen Brocken bekommen. Sehr schön. Fehlen ja nur noch 6. Nee, halt. 2 haben wir verbraten, fehlen noch 4. Gut, als nächstes kümmern wir uns um den vermaledeiten Bogenschützen da. Dazu ignorieren wir die Bestie hier. Genau, und verpassen dem einen ordentlichen Tritt in den Hintern. So. Als nächstes sollten wir die Bestie hier loswerden. Die will ich nicht in meinem Rücken haben. Wow, genau, der Sprung hätte dich fast getötet. So, erste Bestie weg, da ist noch eine zweite.
Und da ist übrigens der Weg auch runter gleich. Au. Genau, wenn man nicht aufpasst. Irres Aua. So. Einmal kurz heilen.